Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Abend 4 unserer Stifterreihe Der Pulsschlag der Welt. Wir begrüßen herzlich Jochen Kirchhoff, weiter Weg aus Berlin. Es ist eine Ehre und Freude für dieses Haus, dass Sie schon zum 5. Mal hier bei uns weilen, lieber Kirchhoff. Und ich muss wirklich sagen, was Sie uns immer bringen und was Sie uns zu sagen haben, sagt uns keiner. Und deswegen freuen wir uns auf den heutigen Abend besonders. Und die Protagonisten außer Ihnen, der Sie vermittelt, sind hinter Ihnen zu betrachten. Links Droste Hülshoff, rechts Adalbert Stifter. Und jetzt möchte ich auch nicht verabsäumen, Johannes Daxner und Božidara Kuzmanova zu begrüßen. Jetzt freuen wir uns auf die Ausführungen. Naturauffassung bei Droste Hülshoff und Stifter. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein relativ kleines, aber doch erlesenes Publikum. Wir lassen uns die Freude nicht verderben an diesem wunderbaren Sommerabend, der auch schon bei mir einige, also die beiden Sommertage haben auch bei mir schon einige Spuren hinterlassen. Und wir wollen uns beschäftigen mit der Frage der Naturbetrachtung, Naturauffassung bei zwei interessanten Autoren. Einen von beiden haben wir ja schon drei Abende hindurch behandelt. Einen oder eine dritte, hinten links, Annette von Droste-Hülshoff, 1797 bis 1848. Ich habe diesen Vortrag genannt, Der Pulsschlag der Welt, nicht nur um eine poetische Metapher zu benutzen, ein Bild, die Welt ist durchpulst von einem gewaltigen Rhythmus oder Atem in einem dichterischen Sinne. Nein, ich meine das im Sinne einer Wirklichkeit. Es gibt starke Indizien dafür, dass wir in einer Welt leben, die tatsächlich von starken rhythmischen Impulsen durchwebt ist und dass das Moment des Pulsschlages, des Rhythmus, ein zentrales Element überhaupt der Existenz ist. Und ich bin gekommen auf den Titel durch einige Zeilen von Annette von Droste-Hülshoff, die ich Ihnen kurz vorlesen werde. Ich war auf der Suche nach einem Titel, Naturauffassung bei Annette von Droste-Hülshoff und Adalbert Stifter. Das hört sich leicht akademisch an, nach irgendwelchen germanistischen Betrachtungen. Ich wollte einen sozusagen griffigen Titel haben und habe dann geblättert in dem Gedichtband von Annette von Droste-Hülshoff und bin auf Folgendes gestoßen, das lese ich Ihnen eben vor. Und da sehen Sie, dass hier das Bild vom Pulsschlag auftaucht. Da heißt es bei Annette von Droste-Hülshoff, alles still ringsum, die Zweige ruhen, die Vögel sind stumm. Wie ein Schiff, das im vollen Gewässer brennt und das die Windsbraut jagt, so durch den Azur die Sonne rennt und immer flammender tagt. Natur schläft, ihr Odem steht, ihre grünen Locken hangen schwer, nur auf und nieder ihr Pulsschlag geht, ungehemmt im heiligen Meer. Jedes Räubchen sucht des Blattes Hülle, jeden Käfer nimmt sein Grübchen auf, nur das Meer liegt frei in seiner Fülle und blickt zum Firmament hinauf. Sie haben bereits in diesen wenigen Zeilen der Droste einige ganz zentrale Elemente ihrer Dichtung. Das Räubchen, der Käfer, die kleinen Dinge. Wenn der Stifter sagt, dass das Kleine groß sein kann, dann trifft das für Droste-Hülshoff in noch höherem Maße zu. Sie hat ein unvergleichliches Auge für das Kleine in der Natur, für die Raupe, für die Libelle, eben auch für den Käfer. Ich habe überlegt, welche Musik wir als Begleitung, als Umrahmung bringen sollen und bin auf Franz Schubert gekommen. Warum? Das hat verschiedene Gründe. Annette von Droste-Hülshoff war auch, sagen wir mal,
in Anführungszeichen, Komponistin, sie hat auch Lieder geschrieben. Eine ganze Reihe von Liedern. Es gibt sogar eine CD mit ihren Liedern. Sie hat ein ganz starkes Interesse für Musik, hat ein ganz starkes und Gefühl für Musik, ein Gespür für Musik und übrigens auch eine, hat die Schöpfung von Haydn sehr geschätzt. In ihrem Briefwechsel erwähnt sie den Namen Franz Schubert nie, obwohl man annehmen könnte, der müsste ihr bekannt gewesen sein, aber man sucht nach diesem Namen vergeblich. Interessant ist, biografisch, geschichtlich, dass Franz Schubert und Annette von Droste-Hülshoff beide im Januar 1797 geboren wurden. Annette von Droste-Hülshoff auf dem Wasserschloss Hülshoff bei Münster in Westfalen, Franz Schubert in Lichtenthal in Wien. Beide zur gleichen Zeit. Und es mag vielleicht als ein Aperçu durchgehen, wenn man sagt, beide Persönlichkeiten waren in gewisser Weise einsam, trotz eines Freundeskreises, was den jeweils gegengeschlechtlichen Widerpart betrifft oder die Ergänzung. So hatten beide diesen Widerpart, diese Ergänzung nicht gefunden. Und Franz Schubert mit seinen 1,54 Meter, wie man weiß, hätte in der Droste mit einer Körpergröße von knapp 1,50, zum Teil heißt es 1,48 Meter, noch sich als stattliches Mannsbild gezeigt. Also insofern ist es ein gewisses, ein Aperçu am Rande. Klein waren sie beide, Annette von Droste-Hülshoff, tatsächlich nur 1,48, knapp 1,50. Sie besaß ein Fernrohr, was ihr geschenkt worden war von Levin Schücking. Mit dem hielt sie Ausschau, weil sie Schwierigkeiten hatte, in der Ferne zu sehen. Sie sah die Dinge in der Nähe ganz klar. Und sie war ungefähr so groß wie das, wie ihr Fernrohr. So, jetzt hören wir zunächst mal den ersten Satz aus der Sonatine, Opus 137, Nummer 1, von Franz Schubert, Violine, Klavier.
Hat ja mit dem Pulsschlag der Welt zu tun. Ich habe ja hier vor 2 Jahren über Mozart gesprochen und eine tiefere Betrachtung dieser Art von Musik führt auf einer tiefen Schicht der Welt, die auch zu tun hat mit Rhythmus, mit einem in der Welt pulsenden Atem. Wie kommt ein Philosoph wie ich dazu, sich mit Annette von Droste-Hülshoff zu beschäftigen? Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Zwar galt sie im späten 19. Jahrhundert weithin als die bedeutendste deutsche Dichterin. Man kann in Literaturgeschichten lesen, sie ist die große deutsche Dichterin, zu Lebzeiten kaum anerkannt. Aber doch in den letzten Jahrzehnten relativ wenig in ihrer Eigentlichkeit beachtet. Andere Frauen haben zunächst eine größere Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Bettine von Arnim, Clara Schumann, Cosima Wagner, Rahel Warenhagen und viele andere Frauen. Aber in gewisser Weise ist Annette von Droste-Hülshoff die faszinierendste Frau des 19. Jahrhunderts und wahrlich wiederzuentdecken. Ich selbst habe das Werk der Droste eigentlich erst vor 2 Jahren entdeckt. Und zwar mitten in der Arbeit an meinem letzten Buch, Die Erlösung der Natur, das im Herbst auf der Buchmesse rausgekommen ist, 2004, mitten in der Arbeit an diesem Buch, stieß ich auf das Werk der Annette von Droste-Hülshoff und war fasziniert. Ich wusste das gar nicht, ich kannte den Namen, natürlich kannte ich den Namen. Schon als Schüler lernt man ja Der Knabe im Moor auswendig. Auch meine Tochter als 14-Jährige hat natürlich das Gedicht Der Knabe im Moor auswendig gelernt. Die Judenbuche ist Pflichtlektüre an der Schule, aber mehr kannte ich eigentlich nicht. Aber es gibt doch eine eigenartige Geschichte mit der Droste,
die ich Ihnen kurz darstellen will. Als ich 18 Jahre alt war, kaufte ich mir begeistert von Gottfried Benn einen Gedichtband, damals erschienen im Limes Verlag, Anfang der 60er Jahre, ich war noch Schüler, sämtlicher Gedichte von Gottfried Benn. Und wenn man diesen Gedichtband aufschlägt, dann findet man ganz vorne in kursiver Schrift gedruckt das letzte Gedicht von Gottfried Benn, das letzte Gedicht zumindest, das er veröffentlicht hat, geschrieben am 6. Januar 1956. Und hier taucht die Droste gleich in der ersten Zeile auf. Gottfried Benn schreibt in diesem bewegenden Gedicht, kann keine Trauer sein, in jenem kleinen Bett, fast Kinderbett, starb die Droste, zu sehen in ihrem Museum in Meersburg. Auf diesem Sofa Hölderlin im Turm bei einem Schreiner, Rilke, George, wohl in Schweizer Hospitalbetten, in Weimar lagen die großen schwarzen Augen auf einem weißen Kissen bis zum letzten Blick. Großen schwarzen Augen Nietzsches auf einem weißen Kissen bis zum letzten Blick. Alles Gerümpel jetzt oder gar nicht mehr vorhanden. Unbestimmbar, wesenlos, in schmerzlos ewigem Zerfall. Das kannte ich, diese Zeilen. Mir war bewusst, dass Benn durchaus Droste Hülshoff schätzte. Ich habe dann auch verstanden, dass er einen seiner Gedichtbände genannt hat, Die trunkene Flut. Und die trunkene Flut als Bild taucht bei Annette von Droste-Hülshoff auf in dem Gedicht Im Grase, das wir noch hören werden. Trunkene, tief, trunkene Flut. Wenn man sich auf die Suche macht nach Äußerungen von wichtigen Autoren im 20. Jahrhundert über Annette von Droste-Hülshoff, dann stellt man interessante Dinge fest. Man stellt auch fest, wie bestimmte Autoren den Bogen gespannt haben. Wir hören ja schon von Benn, er vergleicht sie indirekt mit Hölderlin, mit Rilke, mit George, mit Nietzsche, nennt sie zu Anfang, in jenem Bett, fast Kinderbett, starb die Droste. Der Philosoph Ludwig Klages schreibt in einem Essay über Konrad Ferdinand Meyer, 1925, erstaunliche Zeilen, Annette Droste, die keiner Sappho weicht, bietet unter je einem Dutzend metrischer Gebilde höchstens ein einziges Gedicht, dann freilich Metallklang durch und durch. Das ist keine Kritik. Alle 12 Gedichte, ein wirkliches, großes Gedicht. Das ist durchaus keine Selbstverständlichkeit. Gottfried Benn sagt einmal, jeder wirkliche Lyriker hat allenfalls 5 oder 6 große Gedichte geschrieben. Ludwig Klages vergleicht Annette von Droste-Hülshoff mit Sappho. Das ist erstaunlich, die keiner Sappho weicht. Bei Klabund heißt es, ungefähr 1927, die deutsche Frauendichtung beginnt, nachdem sie seit Mechthild von Magdeburg jahrhundertelang den Dornröschenschlaf geschlafen, wieder aufzuleben mit der Westfälin Annette von Droste-Hülshoff, die freilich für den ersten Blick gar nichts Frauliches an sich hat. Ihre Formen sind streng herb, ihr Gang ist straff, ihre Miene leicht verdüstert, wie ein halbheller Tag auf der westfälischen Heide, wenn Erde und Himmel die Plätze vertauscht haben und die roten Heidekrautblüten wie Sterne, die Wolken wie braune Ackerschollen sind. Auf ihr Haupt gaukelte selten ein süßes Lachen, jetzt wird das Gedicht zitiert, süße Ruh, süßer Taumel im Grase. Eine zweite Mystikerin, Autorin, wie immer, wird erwähnt, Mechthild von Magdeburg. Mechthild von Magdeburg, wahrscheinlich neben Hildegard von Bingen, die bedeutendste Mystikerin des Mittelalters im 13. Jahrhundert. Das fließende Licht der Gottheit heißt ihr Hauptwerk. Klabund stellt also die Droste in einen Zusammenhang mit Mechthild von Magdeburg als Mystikerin. Und auch der bedeutende Autor Ernst Jünger in seinem Tagebuch 1978 schreibt, erstaunlich, die Germanen wurden nie völlig durchchristianisiert, anfälliger in Randgebieten dem Rheinland, Westfalen, Schlesien. Die rheinische und schlesische Mystik, Annette von Droste-Hülshoff, Angelus Silesius. Wieder erstaunlich, ihr wird von Annette von Droste-Hülshoff von Ernst Jünger als Mystikerin
erwähnt und mit Angelus Silesius in Zusammenhang gebracht. Die anrührendste Erwähnung der Droste fand ich in der letzten Woche erst, als ich Tagebücher von Hans Jünger las, vom Winter 1946-47, und da stieß ich zu meiner Verblüffung auf eine Passage, die ich Ihnen eben vorlesen möchte, über die Droste. Anrührend, weil sie tatsächlich in das Herz der drostischen Vorstellungswelt reicht. Da heißt es, in diesem extrem kalten Winter 46-47, wie alle sich erinnern werden, die das erlebt haben, der legendär kalte Winter, da schreibt Ernst Jünger am 19. Januar 1947, nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus: Der tiefste Schmerz führt daher, dass wir vom Heil abweichen. Moralische Konflikte sind davon nur Symptome. Sie deuten wie ein Fieber, ein Ausschlag auf verborgene Herde hin. In solchen Krisen wird das Weltganze fraglich, das ja auf unserem Heil beruht. Jeder von uns ist Atlas, der das Universum auf den Schultern trägt. Diesem entsetzlichen Bewusstsein des Zusammenbruchs kommt kein anderes gleich. Auch nicht die Panik vor der geistigen Umnachtung, die zu den Flammenqualen zählt. Wir müssen wählen, wenn es zur letzten Prüfung kommt, Geist oder Heil. Das ist das Geheimnis berühmter Katastrophen, die so oft billig erklärt werden. Es liegt in der Hinnahme des Martyriums. Die Droste Hülshoff kannte die Alternative und hat sie mit wunderbarer Schärfe erfasst. Jetzt zitiert Ernst Jünger Annette von Droste-Hülshoff, ein anrührendes, gewissermaßen Gebet. O Gott, ich kann nicht bergen, wie Angst mir vor den Schergen, die du vielleicht gesandt in Krankheit oder Grämen, die Sinne mir zu nehmen, zu töten den Verstand. Doch ist er so vergiftet, dass er es Vernichtung stiftet, wenn er mein Herz umfleust. So lass mich ihn verlieren, die Seele heimzuführen, den reichbegabten Geist. Hast du es denn beschlossen, dass ich soll ausgegossen ein Todgewässer stehen für dieses ganze Leben? So lass mich denn mit Beben an deine Prüfung gehen. Ein Gebet. Annette von Droste-Hülshoff war eine tief religiöse Frau. Im formalen Sinne war sie Katholikin. In einem tieferen Sinne hat ihre Religiosität noch ganz andere Quellen. Man kann auch von einer Art Naturreligiosität bei ihr sprechen. Sie hatte eine eigenartige Wahrnehmung für die Dinge, die vielleicht auch mit ihren ständigen Krankheiten zusammenhängen. Diese Frau war ständig krank, sie wurde homöopathisch behandelt, vielleicht für Homöopathie-Interessenten von Belang, dass einer der wichtigsten Homöopathen in der Samuel Hahnemann-Nachfolge, Clemens von Bönninghausen, ihr Arzt war. Sie eine seiner ersten Patientinnen. Nicht in der homöopathischen Literatur spielt dieser Bönninghausen eine große Rolle. Also Annette von Droste-Hülshoff war häufig krank, sehr krank, und hat vielleicht auch deswegen eine ganz eigenartige, intensive, in gewisser Weise sogar paranormale Wahrnehmung von Naturphänomenen gewonnen. Das anders als Stifter, das wird uns noch beschäftigen, anders als Stifter, die Würde des ganz Kleinen stellt sie mit Stifter heraus, aber für sie hat das ganz Kleine noch eine ganz andere Qualität, die man bei Stifter so nicht findet. Wir wollen zunächst, damit Sie ein bisschen eingestimmt werden, in ein größeres Gedicht von der Annette von Droste-Hülshoff, gelesen durch Adelheid Picher, eines ihrer schönsten Gedichte hören, mit dem Titel Im Moose. Als jüngst die Nacht dem sonnenmüden Land der Dämmerung leise Boten hat gesandt, da lag ich einsam noch in Waldesmoose. Die dunklen Zweige nickten so vertraut. An meiner Wange flüsterte das Kraut. Unsichtbar duftete die Heiderose.
Und flimmern sah ich durch der Linde Raum ein mattes Licht, das im Gezweig der Baum gleich einem mächtigen Glühwurm schien zu tragen. Es sah so dämmernd wie ein Traumgesicht. Doch wusste ich, es war der Heimatlicht in meiner eigenen Kammer angeschlagen. Ringsum so still, dass ich vernahm im Laub der Raupe nagen und wie grüner Staub mich leise wirbelnd Blätterflöckchen trafen. Ich lag und dachte, ach, so manchem nach. Ich hörte meines eigenen Herzens Schlag. Fast war es mir, als sei ich schon entschlafen. Gedanken tauchten aus Gedanken auf. Das Kinderspiel, der frischen Jahre Lauf, Gesichter, die mir lange fremd geworden, vergessene Töne summten um mein Ohr. Und endlich trat die Gegenwart hervor. Da stand die Welle wie an Ufersborden. Dann, gleich dem Bronnen, der verrinnt im Schlund und drüben wieder sprudelt aus dem Grund, so stand ich plötzlich in der Zukunft lande. Ich sah mich selber da gebückt und klein, geschwächten Auges, am ererbten Schrein sorgfältig ordnen, staubge Liebespfande, die Bilder meiner Lieben sah ich klar, in einer Tracht, die jetzt veraltet war, mich sorgsam lösen aus verblichenen Hüllen, Löckchen vermorscht, zu Staub zerfallen schier, sah über die gefurchte Wange mir langsam herab die karge Träne quillen. Und wieder an des Friedhofs Monument dran Namen standen, die mein Leben kennt. Da lag ich betend mit gebrochenen Knien und horch, die Wachtel schlug, kühl strich der Hauch. Und noch zuletzt sah ich gleich einem Rauch mich leise in der Erde Poren ziehen. Ich fuhr empor und schüttelte mich dann wie einer, der dem Scheintod erst entrann und taumelte entlang die dunklen Hage, noch immer zweifelnd, ob der Stern am Rhein sei wirklich meiner Schlummerlampe Schein oder das ewige Licht am Sarkophage. Hier haben Sie ein ganz typisches Bild der Drossel. Lag ich einsam noch
In Waldesmoose, die dunklen Zweige nickten so vertraut. An meiner Wange flüsterte das Kraut. Also die Droste wirft sich ins Gras, sie wirft sich ins Moos. Sie lauscht in gewisser Weise den Dingen der Natur. Man muss dazu sagen, dass die Droste, das wird immer wieder gesagt in den Biografien, eine optische Anomalie hatte. Sie sah die kleinen Dinge mikroskopisch groß. Das muss man dazu sagen. Wenn also die kleinen Dinge für sie immer so zentral wichtig, ja wie aufgeladen sind, waren von geheimem Leben, dann hing das auch damit zusammen, ohne dass es darin aufginge, das will ich nicht sagen, dass sie diese kleinen Dinge mit einer unvorstellbaren Genauigkeit sah. Während sie in der Ferne Schwierigkeiten hatte zu sehen und, wie wir schon gehört haben, ein Fernrohr benutzte von einem bestimmten Zeitpunkt an, das ungefähr ihre eigene Körpergröße hatte, also 1,48 Meter. Vielleicht noch kurz ein Auszug aus einem ganz anderen Gedicht, da mit dem Titel Das öde Haus. Da geht es um eine Ruine in einer Schlucht, die ein Wildbach sozusagen eingefräst hat in den Felsen. Das öde Haus, da heißt es, ich horchte träumend, wie im Spalt die schwarzen Fliegen taumelnd summen, wie Seufzer streifen durch den Wald, am Strauche irre Käfer brummen. Ein typisches Bild der Droste, kein Dichter der Zeit hat solche Bilder benutzt. Am Strauche irre Käfer brummen. Wenn sich die Abendröte drängt an sickernden Geschieferslauge, dann ist's, als ob ein trübes Auge, ein rotgeweintes drüber hängt. Das Dach von Moose überschwellt, lässt wirre Schober niederragen und eine Spinne hat ihr Zelt im Fensterloch aufgeschlagen. Da hängt ein Blatt von zartem Flor der schillernden Libelle Flügel und ihres Panzers goldener Spiegel ragt kopflos am Gesims hervor. Zuweilen hat ein Schmetterling sich gaukelnd in der Schlucht gefangen und bleibt sekundenlang am Ring der kränkelnden Narzisse hangen, streicht eine Taube durch den Hain. So schwingt am Tobelrand ihr Girren, man höret nur die Flügel schwirren und sieht den Schatten am Gestein. Es gibt viele großartige, ähnliche Gedichte von Droste, von der Droste. Wir hören zunächst ein weiteres Stück Musik, den zweiten Satz, Opus 137 Nummer 1, den langsamen Satz, Franz Schubert, Violine, Klavier. Thank you.
In dem großen Roman von Adalbert Stifter, Der Nachsommer, gibt es eine kleine Stelle, die man leicht übersehen kann. Da geht es um das Große und das Kleine und das kann man zusammenschließen, vergleichen mit Droste Hülshoff. Sie werden spüren, dass sie ein ganz anderer Atem weht. Großes ist mir klein, Kleines ist mir groß. Das hätte auch Annette sagen können, aber in anderer Form. Es gehört wohl beides und alles zu dem Ganzen. Dass ich das Leben erfülle und beglücke, antwortete er, weil die Menschen nur ein einziges wollen und preisen, weil sie, um sich zu sättigen, sich in das Einseitige stürzen, machen sie sich unglücklich. Wenn wir nur in uns selber in Ordnung wären, dann würden wir viel mehr Freude an den Dingen dieser Erde haben. Aber wenn ein Übermaß von Wünschen und Begehrungen in uns ist, so hören wir nur diese immer an und vermögen nicht die Unschuld der Dinge außer uns zu fassen. Leider heißen wir sie wichtig, wenn sie Gegenstände unserer Leidenschaften sind und unwichtig, wenn sie zu diesen in keinen Beziehungen stehen, während es doch oft umgekehrt sein kann. Also der Mensch in gewisser Weise verstellt durch seine eigene Gier, durch seine Egozentrizität die Dinge. Das ist ja ein wesentliches Thema bei Stifter, die Dinge sozusagen als sie selber in die Wahrnehmung zu rücken. Stifter spricht von der Unschuld der Dinge. Das erinnert stark an Goethe, an die goethische Vorstellung von den Urphänomenen, denen der Mensch überall in der Natur, im Kosmos konfrontiert ist. Auch das hätte Annette von Droste Hülshoff nie so gesagt. Für sie gab es nicht diese Unschuld der Dinge. Die Welt ist für Annette von Droste Hülshoff durchdrungen, durchwebt auch von Schuld, von Qual, von Grauen, von Erlösungssehnsucht. In einem nicht eng christlichen Sinne verstanden. Beide Autoren, das muss man, um den Rahmen zu verstehen, sich vergegenwärtigen, stehen ja in einer bestimmten geistgeschichtlichen Situation. Das ist ja die Zeit, als, sagen wir 1840, 1850, als der große Entwurf der goethischen Naturwissenschaft zunehmend verblasst, der große Entwurf auch der romantischen Naturphilosophie verblasst, seinen Atem eingebüßt hat und anstelle dessen die sogenannte exakte Naturwissenschaft tritt. Das war vor allen Dingen die Physik. Stifter war ja auch Physiker, wie ich mit Verblüffung erst vor einigen Wochen erfahren habe. Er wollte sogar Physikprofessor werden. Also Stifter hat sich intensiv mit Physik beschäftigt. Es war damals die Physik, das war die Astronomie als ein Spezialgebiet der Physik in gewisser Weise, vor allem die Newtonsche Himmelsmechanik. Und das war die Biologie. Die Biologie, das muss man vielleicht sagen, weil das ein Zeitgenosse heute nicht weiß, war damals noch nicht als Wissenschaft im eigentlichen Sinne konstituiert. Erst durch Darwin eigentlich 1859, das berühmte Buch Die Entstehung der Arten, ja, ein umstrittenes, schwieriges Buch, kam dann eine Wissenschaftlichkeit in die Betrachtung auch der lebendigen Phänomene hinein, die es bis dahin so nicht gegeben hatte. Kant sagt ja noch berühmt, Kritik der Urteilskraft, es wird wohl nie einen Newton der organischen Welt geben. Niemals wird der rationale Geist in der Lage sein, auch nur das Funktionieren eines Grashalms zu verstehen. Als Adalbert Stifter dichtete, als Annette von Droste Hülshoff dichteten, war in der Biologie, auch das muss man sagen, weil das viele Menschen heute nicht wissen, der Gedanke der Evolution eine Selbstverständlichkeit. Darwin ist nicht der Erfinder des Gedankens der Evolution. Dieser Gedanke war in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts unter allen gebildeten Naturforschern eine Selbstverständlichkeit. Was Darwin neu gebracht hat, 1859, war nicht dies, der Gedanke der Entwicklung, sondern war eine bestimmte mechanistische Art der Betrachtung dieser Evolution. Die Evolution als solche war bekannt, wurde von kaum einem Gebildeten ernsthaft angezweifelt. Das muss man einfach dazu sagen. In der Physik war es, ich sagte es schon, ganz wesentlich die Astronomie
Und auch da ist es interessant, wenn wir mal einen kurzen Blick werfen auf diese 40er Jahre des 19. Jahrhunderts. Da gibt es zwei Ereignisse, die man erwähnen müsste. 1846 wurde der Neptun entdeckt, ein weiterer Planet aufgrund von Unregelmäßigkeiten des Uranus. Und in dieser Zeit wurde erkannt, dass der Sonne nächste Planet, der Merkur, unregelmäßig läuft. Sozusagen eine erste Infragestellung auch dieser Himmelsmechanik. Es gibt eine Stelle bei Goethe im Wilhelm Meister, in den Wilhelm Meisters Wanderjahre, die ich Ihnen vorlesen möchte, weil ich diese Stelle in Verbindung bringen möchte mit einer ganz ähnlichen Stelle bei Stifter aus dem Nachsommer. Hier gibt es eine Passage, da wird Wilhelm Meister, der Held, von einem Astronomen zum ersten Mal an ein Fernrohr geführt. Ich weiß nicht, ob Sie jemals in Ihrem Leben durch ein Fernrohr geschaut haben und wissen vielleicht, was das auslösen kann. Es muss es nicht auslösen, es kann es auslösen. Wilhelm Meisters Wanderjahre. Da heißt es folgendermaßen: Der Astronom aber versprach Wilhelmen in dieser herrlichen klaren Nacht an den Wundern des gestirnten Himmels vollkommen teilnehmen zu lassen. Nach einigen Stunden ließ der Astronom seinen Gast die Treppen zur Sternwarte sich hinauffinden und zuletzt allein auf die völlig freie Fläche eines runden, hohen Turmes heraustreten. Die heiterste Nacht, von allen Sternen leuchtend und funkelnd, umgab den Schauenden, welcher zum ersten Male das hohe Himmelsgewölbe in seiner ganzen Herrlichkeit zu erblicken glaubte. Denn im gemeinen Leben, abgerechnet die ungünstige Witterung, die uns so oft den Glanzraum des Äthers verbirgt, hindern uns zu Hause bald Dächer und Giebel, auswärts bald Wälder und Felsen, am meisten aber überall die inneren Beunruhigungen des Gemüts, die uns alle Umwelt mehr als Nebel und Misswetter zu verdüstern sich hin und her bewegen. Jetzt kommt die entscheidende Stelle. Ergriffen und erstaunt hielt er sich beide Augen zu. Das Ungeheure hört auf, erhaben zu sein. Es überreicht unsere Fassungskraft. Es droht uns zu vernichten. Was bin ich denn gegen das All? Sprach er zu seinem Geiste. Wie kann ich ihm gegenüber? Wie kann ich in seiner Mitte stehen? Nach einem kurzen Überdenken jedoch fuhr er fort: Das Resultat unseres heutigen Abends löst ja auch das Rätsel des gegenwärtigen Augenblicks. Wie kann der Mensch sich gegen das Unendliche stellen, als wenn er alle geistigen Kräfte, die nach vielen Seiten hingezogen werden, in seinem Innersten, Tiefsten versammelt, wenn er sich fragt, darfst du dich in der Mitte dieser ewig lebendigen Ordnung auch nur denken, sobald sich nicht gleichfalls in dir ein beharrlich bewegtes, um einen reinen Mittelpunkt kreisend hervortut? Eine berühmte und anrührende Passage. Wilhelm Meister blickt durch das Fernrohr, ist erschüttert durch diesen Anblick, fühlt sich klein, erbärmlich, wie vernichtet durch diesen Anblick und begreift, dass er eigentlich nur eine einzige Chance hat, sozusagen sich diesem Überwältigenden der kosmischen Ganzheit, repräsentiert im nächtlichen Firmament, zu stellen, wenn er sich selbst sammelt, findet, um einen reinen Mittelpunkt hin, auf einen reinen Mittelpunkt hin sich zentriert. Eine ganz entscheidende Passage, die Stifter sicher gekannt hat. Denn wenn man die folgende Stelle aus dem Roman Nachsommer, die ich jetzt vorlesen werde, mit dieser Stelle vergleicht, dann ist man verblüfft und man begreift sofort, Stifter hat diese Stelle im Wilhelm Meister gekannt. Wir wissen, dass Stifter auch ein großer Verehrer von Goethe war, in vielerlei Hinsicht auch von ihm gelernt hat. Da heißt es in diesem Roman: Mein Gemüt war so ernst, wie es nie in meinem ganzen Leben gewesen war. Es lag ein fernes, unbekanntes Land vor mir. Ich ging zu dem Lichte, das auf meinem Tische brannte, und stellte meinen undurchsichtigen Schirm vor dasselbe, dass seine Helle nur in die hinteren Teile des Zimmers falle und mir den Schein des Sternenhimmels nicht beirre. Dann ging ich wieder an zu dem Fenster und blieb vor demselben.
Die Zeit verfloss und die Nachtfeier ging indessen fort. Wie wunderbar ist, dachte ich, dass in der Zeit, in der die kleinen, wenn auch viel tausendfältigen Schönheiten der Erde verschwinden und sich erst die unermessliche Schönheit des Weltraums in der fernen, stillen Lichtpracht auftut, der Mensch und die größte Zahl der anderen Geschöpfe zum Schlummer bestimmt ist. Rührt es daher, dass wir nur auf kurze Augenblicke und nur in der rätselhaften Zeit der Traumwelt zu jenen Größen hin sehen dürfen, von denen wir eine Ahnung haben und die wir vielleicht einmal immer näher und näher werden schauen dürfen? Sollen wir hier nie mehr als eine Ahnung haben? Oder ist es der großen Zahl der Menschen nur darum, bloß in kurzen, schlummerlosen Augenblicken gestattet, zu dem Sternenhimmel zu schauen, damit die Herrlichkeit desselben uns nicht gewöhnlich werde und die Größe sich nicht dadurch verliere? Aber ich bin ja wiederholt in ganzen Nächten allein gefahren. Die Sternbilder haben sich an dem Himmel sachte bewegt. Ich habe meine Augen auf sie gerichtet gehalten. Sie sind dunkelschwarzen, gestaltlosen Wäldern oder Erdrändern zugesunken, andere sind im Osten aufgestiegen, so hat es fortgedauert. Die Stellungen haben sich sanft geändert und das Leuchten hat fortgelächelt, bis der Himmel von der nahenden Sonne lichter wurde. Das Morgenrot im Osten erschien und die Sterne wie ein ausgebranntes Feuerwerksgerüste erloschen waren. Haben da meine vom Nachtwachen brennenden Augen die verschwundene, stille Größe nicht für höher erkannt als den klaren Tag, der alles deutlich macht? Wer kann wissen, wie dies ist? Wie wird es jenen Geschöpfen sein, denen nur die Nacht zugewiesen ist, die den Tag nicht kennen? Jenen großen, wunderbaren Blumen ferner Länder, die ihr Auge öffnen, wenn die Sonne untergegangen ist und die ihr meistens weißes Kleid schlaff und verblüht herabhängen lassen, wenn die Sonne wieder aufgeht, oder den Tieren, denen die Nacht ihr Tag ist. Es war eine Weihe und eine Verehrung des Unendlichen in mir. Also auch hier haben wir eine Schilderung einer Erschütterung in der Betrachtung des nächtlichen Firmaments. Der moderne Mensch, der hat ja viel gehört, gelesen, in Wissenschaftsmagazinen gehört, wie die Dinge sein sollen. Über den legt sich ja in solchen Momenten zunächst einmal ein wie ein Film. Er glaubt, irgendetwas zu kennen, zu wissen. Und so wird quasi die Erschütterung, die sich einstellen kann, wie abgefedert. Hier ist von einer Nachtfeier die Rede und auch von der Traumwelt. Hier wird auf eine rätselhafte Weise die Nacht, das nächtliche Firmament, werden die Gestirne mit den Träumen verglichen, mit der Traumwelt, aber auch, obwohl das nicht direkt genannt wird, mit einer Welt jenseits des Todes, von denen wir eine Ahnung haben und die wir vielleicht einmal immer näher und näher werden schauen dürfen. Sollen wir hier nie mehr als eine Ahnung haben? Also auch hier eine Erhabenheit in diesem Anblick, obwohl anders gebaut als bei Goethe, mit der anderen Schlussfolgerung, aber eine Weihe, eine Verehrung des Unendlichen in mir. Man muss wissen, dass im 19. Jahrhundert die Kosmologie als Lehre von der Weltgesamtheit keine Wissenschaft war. Kosmologie als Lehre vom Kosmos als Ganzem gibt es erst im 20. Jahrhundert. Damals war die Vorstellung der Weltgesamtheit eher eine verschwommene, eine ungenaue, eine noch von ganz vielfältigen, überkommenen, auch poetischen Bildern geprägte. Und die Vorstellung einer Weltgesamtheit, die der menschliche Geist vollständig durchdringt, lag noch fern. Die Naturwissenschaftler haben sich an diesen Punkt nicht gewagt, aus gutem Grunde. Es gab eine gewisse Scheu bis weit ins 19. Jahrhundert hinein. Es war eine Weihe und eine Verehrung des Unendlichen in mir. Wir hören jetzt ein weiteres Stück, Franz Schubert, Sonatine, Opus 137, Nummer 2, erster Satz. Thank you.
Als der Komponist Joseph Haydn im späten 18. Jahrhundert seinen Freund Herschel in London besucht, der auch Musiker war, aber auch berühmter Astronom, Entdecker des Planeten Uranus 1781, schaut auch er zum ersten Mal in seinem Leben durch ein Fernrohr und ist erschüttert, was er sieht. Er hat diese überwältigende Erfahrung des Kosmos, des Firmamentes, der Lichter, ist zutiefst erschüttert. Und versucht, diese Erfahrung künstlerisch zu bewältigen. Und daraus ist die Schöpfung entstanden. Das große Oratorium, wenn man es so nennen darf, die Schöpfung. Und wir haben ja gehört, dass Adalbert Stifter dieses Werk verehrte, übrigens auch Dostojewski verehrte dieses Werk.
Und dieses Werk kann man verstehen als den Versuch einer existenziellen Erschütterung zu entsprechen, das künstlerisch zu bewältigen. Wenn man denn überhaupt diese Erschütterung zulässt, der heutige Mensch ist so abgepanzert und so eingekapselt in sein lächerliches Ego, dass er überhaupt keine Vorstellung mehr hat, wie, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt der Betrachtung. Es gibt eine interessante Stelle bei Stifter, auch in der Sonnenfinsternis, die wir ja zweimal schon gehört haben, die aber nicht mitgelesen wurde. Nämlich der Schluss, wo Stifter etwas sehr Interessantes sagt, zu den sogenannten Naturgesetzen. Denn die Frage ist doch, wenn man den Menschen betrachtet in seiner geistig-moralischen Qualität, dann ist das das eine. Der Mensch ist ein geistig-moralisches Wesen, er ist ein psychologisches Wesen, er ist auch ein biologisches Wesen. Aber da draußen ist eine, so scheint es ja, eine ganz andere Welt, die ganz eigenen, anderen Gesetzen gehorcht. So lebt der Mensch, könnte man sagen, quasi in zwei Welten. Einer objektivierbaren Welt und einer anderen Welt seiner Psyche im weiten Sinne verstanden. Und die Frage ist immer gewesen für tiefere Geister und auch natürlich für Stifter, was haben diese Naturgesetze, die uns so eisern zu regieren scheinen, zu tun mit der geistig-moralischen Qualität des Menschen? Und darauf gibt er eine interessante Antwort. Er gibt ja diese wunderbare Schilderung der Sonnenfinsternis, die wir zweimal gehört haben und die ich jetzt nicht nochmal vorlesen möchte, beileibe nicht, das wäre viel zu viel, aber am Ende stellt er zwei Fragen. Er sagt ja dann zunächst, er müsste Beethoven sein, um das in Musik zu setzen. Ich glaube, da könnte ich es besser. Und dann, zum Schluss erlaube ich mir noch zwei kurze Fragen, die mir dieses merkwürdige Naturereignis aufdrängte. Jetzt kommen diese beiden Fragen. Warum, da doch alle Naturgesetze Wunder und Geschöpfe Gottes sind, merken wir sein Dasein in ihnen weniger, als wenn einmal eine plötzliche Änderung, gleichsam eine Störung derselben geschieht, wo wir ihn dann plötzlich und mit Erschrecken dastehen sehen? Sind diese Gesetze sein glänzendes Kleid, das ihn deckt, und muss er es lüften, damit wir ihn selber schauen? Also, dass die Ungewöhnlichkeit eines Ereignisses wie einer Sonnenfinsternis, ich weiß nicht, ob einer von Ihnen hier im Raum etwa die Sonnenfinsternis am 11. August 1999 wahrgenommen hat, auch wenn sie nicht eine totale war an der Stelle, an dem Ort, an dem er sich befunden hat, der weiß ja, dass das schockartig in die Wahrnehmung geraten kann, dass wir in einer kosmischen Welt gewaltiger Kugeln, die auf rätselhafte Weise miteinander zu tun haben, leben, was der Alltag ja vollkommen abblendet. Das Licht ist immer da, Tag und Nacht wechseln, der Morgen kommt wie selbstverständlich. Man würde empört sein, wenn er nicht käme. Und wenn eine Veränderung kommt, eine überraschende Anomalie, ist der Mensch in der Tiefe getroffen. Er ist geradezu aus den Angeln gehoben. Jede tiefere Katastrophe nimmt ihn ganz woanders hin. Und hier die Frage, was sind diese Naturgesetze? Wenn man denn eine geistig-moralische, spirituelle von mir aus oder göttliche Ordnung überhaupt für möglich und richtig hält, dafür gibt es ja starke Hinweise. Was ist dann mit den Naturgesetzen? Sind diese Gesetze sein glänzendes Kleid, das ihn deckt? Normalerweise ist er also in ihnen verborgen und muss er es lüften, damit wir ihn selber schauen. Also erst in dem Ungewöhnlichen etwa einer totalen Sonnenfinsternis begreift man vielleicht, dass noch etwas ganz anderes in den Dingen steckt. Und dann die zweite Frage, ganz eigenartig. Könnte man nicht auch durch Gleichzeitigkeit und Aufeinanderfolge von Lichtern und Farben ebenso gut eine Musik für das Auge wie durch Töne für das Ohr ersinnen? Bisher waren Licht und Farbe nicht selbstständig verwendet, sondern nur an Zeichnung haftend. Denn Feuerwerke, transparente Beleuchtungen sind doch nur zu rohe Anfänge jener Lichtmusik, als dass man sie erwähnen könnte. Lichtmusik. Sollte nicht durch ein Ganzes von Lichtakkorden und Melodien ebenso ein gewaltiges, erschütterndes angeregt werden können wie durch Töne? Wenigstens könnte ich keine Symphonie, Oratorium oder dergleichen nennen, das eine so hehre Musik war als jene,
die während der 2 Minuten mit Licht und Farbe an dem Himmel war. Und hat sie auch nicht den Eindruck ganz allein gemacht, so war sie doch ein Teil davon. Also eine ganz eigenartige Schlussbetrachtung, die Stifter ihr anstellt, die man ja weiter sinnen, über die man wahrlich meditieren und nachdenken kann. Wie ist es dann, wenn man der Imagination nachgibt, Folge leistet, sich auf sie einlässt, ist vielleicht die Phänomene, auch die Phänomene der sichtbaren Welt, die Phänomene des Lichtes, auch eine eigenartige Musik in sich bergen, dass sie sozusagen eine Lichtmusik enthalten. Die Lichtmusik in den Dingen, ein wahrlich weites und großes Thema, das ja auch Stifter nur andeutet und das er nie in seinem Leben näher behandelt hat. Das wäre auch nicht im Radius seines Denkens und seiner Vorstellungswelt gewesen. Aber es ist eine ganz interessante und faszinierende Frage. Stifter spricht von der Unschuld der Dinge, hatte ich gesagt. Ich hatte das verglichen auch mit der goetheschen Vorstellung der Urphänomene. Ich sagte auch, dass Droste-Hülshoff nicht von der Unschuld der Dinge ausgeht. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Und eines ihrer anrührendsten Gedichte stammt aus dem Jahre 1846 mit dem Titel »Die ächzende Kreatur«, wo sie versucht, einen Gedanken dichterisch zu denken, den in der abendländischen Geistesgeschichte immer wieder einzelne Denker gedacht haben bis zur Gegenwart. Einer von diesen Denkern sitzt ja vor Ihnen, der auch über die Erlösung der Natur viel nachgedacht und ein Buch darüber geschrieben hat. Und Annette von Droste-Hülshoff versucht auf ihre Weise, diesen großen, diesen überwältigenden Gedanken einer Erlösung der Natur zu denken. Eben in diesem Gedicht »Die ächzende Kreatur«. Und das will ich Ihnen zunächst einmal vorlesen. August 1846, Annette von Droste-Hülshoff, »Die ächzende Kreatur«. An einem Tag, wo feucht der Wind, wo grau verhängt der Sonnenstrahl, saß Gottes Harz geprüftes Kind betrübt am kleinen Gartensaal. Ihr war die Brust so matt und enge, ihr war das Haupt so stumpf und schwer, selbst um den Geist zog das Gedränge des Blutes Nebelflore her. Gefährte Wind und Vogel nur, in selbstgewählter Einsamkeit, ein großer Seufzer die Natur, und schier zerflossen Raum und Zeit ihr war, als fühle sie die Flut der Ewigkeit vorüberrauschen und müsse jeden Tropfen Blut und jeden Herzschlag doch belauschen. Sie sann und saß und saß und sann, im Gras die heisere Grille sang, vom fernen Felde scholl heran ein schwach vernommener Sensenklang. Die scheue Mauerwespe flog ihr ängstlich ums Gesicht, bis fest zur Seite das Gewand sie zog, und frei nun ward des Tierleins Nest. Und am Gestein ein Käfer lief, angstvoll und rasch wie auf der Flucht, barg bald ins Moos sein Häuptlein, rief tief, bald wieder in der Ritzebucht. Ein Hänfling flatterte vorbei, nach Futter spähend, das Insekt hat zuckend bei des Vogels Schrei in ihren Ärmel sich versteckt. Jetzt kommt die entscheidende Passage, die ich auch in meinem Buch »Die erlösende Natur« zitiere. Da ward ihr klar, wie nicht allein der Gottesfluch im Menschenbild, wie er in schwerer, dumpfer Pein, im bangen Wurm, im scheuen Wild, im durstigen Halme auf der Flur, der mit vergelbten Blättern lechzt, in aller Kreatur gen Himmel um Erlösung lechzt. Wie mit dem Fluche, den erwarb der Edelfürst im Paradies, er sein gesegnet Reich verdarb und seine Diener büßen ließ, wie durch die reinen Adern trieb er Tod und Moder, Pein und Zorn, und wie die Schuld allein ihm blieb und des Gewissens scharfer Dorn. Der schläft mit ihm, und der erwacht mit ihm an jedem jungen Tag, ritzt seine Träume in der Nacht und blutet über Tage nach. O schwere Pein, nie unterjocht, von tollster Lust, von keckstem Stolze, wenn leise, leis es nagt und pocht und bohrt in ihm wie Maat im Holze. Wer ist so rein, dass nicht bewusst ein Bild ihm in der Seele grund,
Drob, er muss schlagen an die Brust und fühlen sich verzagt und wund. So frevelnd wehr, dass ihm nicht bleibt ein Wort, dass er nicht kann vernehmen, dass ihm das Blut zur Stirne treibt, im heißen, bangen, tiefen Schämen. Und dennoch gibt es eine Last, die keiner fühlt und jeder trägt. So dunkel wie die Sünde fast und auch im gleichen Schoß gehegt, er trägt sie wie den Druck der Luft, vom kranken Leibe nur empfunden, bewusstlos, wie den Fels die Kluft, wie schwarze Lat den Todeswunden. Das ist die Schuld des Mordes an der Erde Lieblichkeit und Huld, an des Getieres dumpfem Bann. Es ist die tiefe, schwere Schuld und an dem Grimm, der es beseelt. Das Getier ist gemeint, an dem Grimm, der es beseelt und an der List, die es befleckt und an dem Schmerze, der es quält und an dem Moder, der es deckt. Also eine unglaubliche Figur, die hier entrollt wird. Der Mensch ist schuld an dem Leiden der Kreatur, auch an dem Leiden der ganz kleinen Kreatur. Er trägt sie wie den Druck der Luft. Und danach gibt es eine Last, die keiner fühlt und jeder trägt. Es ist die Schuld des Mordes an der Erde Lieblichkeit und Huld, auch wenn man das so nennen und wenn man das so werten möchte, das kann man ja tun, auch ökologisch zu denken. Der Mensch zerstört die Natur, er zerstört nicht nur seine eigene Lebensgrundlage, in einem tieferen Sinne versündigt er sich auch an der Kreatur. Er versündigt sich auch an dem Tierreich und damit auch an sich selber. Er wird dadurch schuldig. Und die Aufgabe, die ihm nun dadurch gestellt ist, ist, er muss und soll und kann auch die Natur erlösen und in seine eigene Erlösung sozusagen mitnehmen, mit übernehmen, mit übertragen. Das ist vielleicht der entscheidende Gedanke der Droste Hülshoff kurz vor ihrem Tode, dass sie begriffen hat, oder glaubt, verstanden zu haben, tief geschaut zu haben, dass der Mensch in der Lage ist, die Natur zu erlösen. Bei Stifter kann man ganz vereinfacht sagen, das Naturgesetz ist identisch mit dem Sittengesetz. Das Naturgesetz ist eine sittliche Konstituente der Welt bei Stifter. Es gibt die große göttliche Ordnung und die manifestiert sich in den Naturgesetzen. Aber die Dinge selber sind in sich unschuldig. Während die Droste ganz andere Akzente setzt. Für sie ist der Gedanke der Erlösung der Natur als eine Aufforderung für den Menschen ein ganz zentraler, vielleicht sogar der zentrale Gedanke. Und das kann man, ich sage das nochmal, vollkommen außerhalb hergebrachte Religiosität denken. Das muss nicht christlich im eingeschränkten Sinne gedacht werden. Das kann anders, das kann kosmisch, naturreligiös und anders gedacht werden. Ich habe ja in Linz vor anderthalb Jahren oder knapp gut einem Jahr einen Vortrag gehalten über die Lösung der Natur. Da war ja auch der Gedanke, zentral ist der Mensch, die Möglichkeit hat, die Natur zu erlösen und dass man das außerhalb auch des Christentums denken kann. Das muss man einfach sagen, weil ein Christ, wenn er davon hört, sofort an Paulus denkt und er denkt an seine christliche Weltauffassung, an seine christliche Weltsicht. Es gibt auch andere Zugänge dazu. Also, das vielleicht anrührendste Gedicht der Annette von Droste Hülshoff, die ächzende Kreatur. Und dazu gibt es einen interessanten Kommentar, den ich noch bringen möchte, bevor wir dann auch die nächste Musik hören. Der stammt von dem Germanisten Emil Steiger, berühmter Germanist, und er äußert sich zu diesem Thema wie folgt. Annette von Droste sehen wir mit ihren übergroßen Augen und ihrem allzu schweren Haar, leidend einer langwierigen Krankheit, von Kopfweh heimgesucht, ständig Kopfschmerzen. In müden Gliedern schlaflos hingestreckt, ein Spiel von jedem Druck der Luft. Und ebenso in dieser Verfassung, eingeweiht in die Geheimnisse der Schöpfung, des Menschen und der Natur, nicht in gesunden Tagen, sondern in solchen Stunden der Bedrängnis, wird ihr die Eingebung zuteil. Eine andere Welt erschließt sich da, als sie der rüstige Wanderer oder der liebende Jüngling erblickt. Annette von Droste kennt nicht das beglückende und belebende Walten des Erdgeistes. Post 1.
Nicht die Wunderkräfte in dem klaren Gürtel blauer Luft. Ihre Ohnmacht fühlt sich von der Übermacht des unbegreiflichen kosmischen Geschehens bedroht, dem Spuk in der nächtigen Heide, den schwelenden Dünsten, dem ungewissen Licht des Abends über dem Moor aufglänzt. Sie ist ja die große Dichterin der Moorlandschaft. Niemals vor ihr ist die Moorlandschaft so grandios besungen worden wie in ihrem Werk. Und ihre Witterung spürt minder das Leben der stolzen und starken Geschöpfe als das der geduckten Kreatur, die dumpf, betäubt vom Druck und von der Schwüle einer Landschaft daliegt. Jetzt Zitat, typisches Droste-Zitat, gibt Dutzende dieser Art. Unke kauert im Sumpf, Igel im Grase duckt, in dem modernen Stumpf schlafend die Kröte zuckt und am sandigen Hange rollt sich fester die Schlange. Emil Steiger, sie kennt das Zucken des Wurms im Hirn des Hundes, versteht das Wimmern des Käuzchens und bis zu den Molchen und Larven hinab reicht ihre unheimliche Sympathie. Dergleichen ist in deutscher Sprache früher nicht ausgesprochen worden. Annette von Droste dringt als erste mit menschlichen Organen eine bisher unerschlossene Zone des niedersten animalischen Lebens vor. Und dies ist nur der tiefste, im Abgrund des unsäglichen verdämmernde Grund ihrer Existenz. Der Mensch bleibt nicht befangen im Spiel der unbekannten Mächte, der Angst und Lust, der Ahnung und Erwartung, dem die anderen Geschöpfe wehrlos ausgeliefert sind. Wie seine Seele sich in Wolken, Tieren, Pflanzen, Steinen fühlen lernt und in dem weiten Rund der Schöpfung eine unermessliche Fülle von Metaphern für ihr wandelloses Sein gewinnt, erschließt sie wieder nach dem Gleichnis seines Geistes die Natur und findet einen Sinn und eignet sich das Ganze menschlich an. So hat Annette von Droste das Ängstige und Geduckte der Kreatur als Wirkung eines Fluchs gedeutet. Hören wir jetzt das Astur, Impromptu von Franz Schubert in einer etwas gekürzten Fassung. Gedicht der Annette von Droste-Hülshoff, Ächzende Kreatur, entstand 1846. Das ist vielleicht nicht uninteressant, wenn man an Richard Wagner denkt, der 1848, zwei Jahre später, die Grundkonzeption seines Rings des Nibelungen entwirft und dieses Werk, eine grandiose Arbeit, dichterisch, musikalisch, über die ich ja vor drei Jahren hier auch einen Vortrag gehalten habe, ist auch der Versuch,
dichterisch-musikalisch den Gedanken der Erlösung der Natur zu denken, der Rhein am Ende, der frei fließt, ist nach Richard Wagner die erlöste Natur. Der Gedanke der Erlösung der Natur ist natürlich auch ein zutiefst romantischer Gedanke. Und doch würde ich Annette von Droste-Hülshoff nicht für eine Romantikerin halten. Dass Stifter kein Romantiker ist, versteht sich von alleine. Er war auch kein Realist, allenfalls könnte man bei ihm von einer magischen Realismus sprechen, wenn man diesen Begriff benutzen möchte. Aber Annette von Droste-Hülshoff ist keine Romantikerin. Sie ist auch keine Realistin. In gewisser Weise ist sie ein Unikum in der Geschichte der deutschen Literatur. Sie hat kaum Vorbilder und hat eigentlich auch keine Nachfolge im üblichen Sinne gefunden und findet aber dann doch eine erstaunliche, bewegende Anerkennung. Ich sagte das ja schon, über Jahrzehnte hinweg konnte man in allen Literaturgeschichten lesen, Annette von Droste-Hülshoff, die größte deutsche Dichterin. Ist man heute vorsichtig mit solchen Begriffen, was die Größe ist sowieso fast schon dubios, fast schon anrüchig geworden. Aber ich persönlich, ich kenne keine bedeutendere Autorin in deutscher Sprache. Und wie ob sie diese romantischen Überlegungen zur Naturerlösung überhaupt gekannt hat, ist zweifelhaft. Ich glaube nicht, ganz sicher hat sie nicht das große naturphilosophische Werk Schellings gekannt, obwohl es verblüffend ist, wie sehr Zusammenhänge sich aufweisen lassen. Nur mal als ein Beispiel, das habe ich als Motto mein Buch Erlösung der Natur vorangestellt, da ist bei Schelling, das hat sie mit Sicherheit nicht gekannt. Der Mensch ist also der Erlöser der Natur, auf den alle Vorbilder derselben zielen. Das Wort, das im Menschen erfüllt wird, ist in der Natur als ein dunkles, prophetisches, noch nicht völlig ausgesprochenes Wort. Und dann, noch hat sie, die Natur, es nicht vergessen, da sie durch den Menschen weiter erhoben und befreit werden sollte, dass auch jetzt noch in ihm der Talisman liegt, durch den sie erlöst werden soll. Schelling, 1810, unglaubliche Gedanken, die er in diesen Werken in dieser Zeit darstellt, entwickelt, reflektiert. Mit Sicherheit hat Annette von Droste-Hülshoff das nicht gekannt. Wie weit sie Novalis etwa gekannt hat, weiß ich nicht. Sie äußert sich zu literarischen Fragen, literarischen Traditionen eigentlich kaum. Sie bezieht sich auch nicht auf literarische Traditionen. Insofern steht ihr Werk in gewisser Weise vollkommen einzig da. Emil Steiger sagt sogar, Annette von Droste-Hülshoff hätte in einem mehr als äußerlichen Sinne gar nichts von Literatur verstanden. Sie hatte eigentlich keine Ahnung von Literatur. Und gerade deswegen ist sie so großartig, weil sie nicht belastet, verformt und allzu sehr geprägt war durch diese literarische Tradition, die sie souverän ignoriert. Obwohl sie natürlich in Teilen sehr gekannt hat. Sie lebt ja noch bis in die 30er, 40er Jahre hinein, hatte mit dem jungen Deutschland Kontakt, Freilingrad, das kannte sie alles. Sie war durchaus auf der Höhe dieser Zeit, wenn man das so nennen will, ist ja immer eine Floskel in Geistesgeschichten, die ja was Abgegriffenes hat. Natürlich wird das auch von Annette von Droste-Hülshoff gesagt. Sie stand zwischen zwei Zeiten, noch ganz dem romantischen, der romantischen Natur, Beseelung verhaftet, aber schon mit einem Auge blickend auf die neuere Naturwissenschaft. Und in diesem Spannungsfeld hat sie versucht, eine Lösung zu finden, wie auch Stifter. Wir alle stehen zwischen den Zeiten. Das ist eine platte Metapher. Die Geschichte ist so enormen Transformationen ausgesetzt, dass jeder von uns hier im Raum zwischen zwei Zeiten steht. Natürlich immer ein Noch und ein Noch nicht in sich birgt. Natürlich ist es auch bei Annette von Droste-Hülshoff und natürlich auch bei Adalbert Stifter. Gerade wie er versucht ja auch Physik zu denken, das ist ja erstaunlich. Naturgesetze als sittliche Gesetze in der Sonnenfinsternis etwa. Und ich will Ihnen noch ein weiteres Gedicht vorlesen, das berühmt geworden ist, vielleicht das berühmteste Gedicht neben dem Knaben im Moor. Das einige von Ihnen vielleicht auch als Schüler in der Schule haben lesen müssen. Unser eins musste das auswendig lernen.
Ich habe es gerne gemacht, aber viele empfinden das als Druck, Belastung und sind wenig erfreut darüber. Im Grase, wir haben im Moose gehört, Annette schwirft sich auf den Boden, lauscht sozusagen dem Boden ein Geheimnis ab, liegt zwischen den Gräsern, krank, träumend, eigenartig in somnambulen Zuständen, heimgegeben, natursichtig. Ein Freund von mir, Rüdiger Sünner, Filmemacher, nennt sie eine Schamanin. In gewisser Weise ist sie eine Schamanin. Sie fühlt sich rein in die geheimen Gänge der Natur, obwohl sie einen absolut klaren und wachen Verstand gleichzeitig hat. Vollkommen, wenn es sein muss, rational, scharf, sinnig auch, gleichzeitig. Und viele Zeitgenossen haben schon früh bei ihren Gedichten gesagt, das ist ja männlich, das ist ja gar nicht weiblich. Das ist ja keine weibliche Dichtung. Obwohl es interessant ist, dass, um das noch zu sagen, Marcel Reich-Ranicki hat ja ein Buch, ist ja ein, macht sich ja verdient, wenn man das so nennen möchte, den Kanon der deutschen Literatur, und da hat er auch ein dickes Buch rausgegeben mit Interpretationen, Frauen dichten anders. Und natürlich taucht Annette von Droste-Hülshoff auch mit verschiedenen Interpretationen. So wird etwa ihr Gedicht Am Turme, berühmt ja auch, beschrieben als das erste, vielleicht beste feministische Gedicht der Literatur. Steht sie am Turm, lässt die Haare wehen, möchte Helden, möchte mit dem Helden kämpfen, und dann muss sie doch sich zurückziehen. Das alles bleibt nur in der Imagination. Im Grase, und da taucht das Bild von der trunkenen Flut auf, was Gottfried Benn eindeutig von Annette von Droste-Hülshoff übernommen hat, ohne dass er es als eine Übernahme kennzeichnet. Er kannte diese Gedichte, hat das übernommen. Trunkene Flut. Im Grase. Süße Ruh. Süßer Taumel im Gras. Von des Krautes Aroma umhaucht. Tiefe Flut. Tief, tief trunkene Flut. Wenn die Wolk am Azure verraucht, wenn aufs müde, schwimmende Haupt süßes Lachen gaukelt herab, liebe Stimme säuselt und träuft, wie die Linden blüht auf ein Grab, blieb das Bild bei der Droste, die Blüten, auch als Symbol des Vergänglichen, aber auch des Wiederauferstehens. Wenn im Busen die Toten dann jede Leiche sich streckt und reckt, leise, leise den Odem zieht, die geschlossene Wimper bewegt, tote Liebe, tote Lust, tote Zeit, all die Schätze im Schutt verwühlt, sich berühren mit schüchternem Klang, gleich dem Glöckchen vom Winde umspielt. Stunden flüchtiger ihr als der Kuss eines Strahls auf den trauernden See, als ziehenden Vogels Lied, das Meer niederperlt aus der Höhe, als des schillernden Käfers Blitz, wenn den Sonnenpfad er durcheilt, als der heiße Druck einer Hand, die zum letzten Male verweilt. Dennoch, Himmel, immer mir nur dieses eine mir, für das Lied jedes freien Vogels im Blau eine Seele, die mit ihm zieht. Nur für jeden kärglichen Strahl meinen farbig schillernden Saum, jeder warmen Hand meinen Druck und für jedes Glück meinen Traum. Das ist ein Gedicht, was kaum einer Anthologie fehlt. Immer wieder wird gesagt, eines der größten Gedichte der Weltliteratur und auch in seiner Art ein einzigartiges Werk. Hier haben wir auch eine Verbindung ganz eigener Art. Natürlich fehlt auch das Kleine, nicht die Kreatur des schillernden Käfers Blitz, wenn er den Sonnenpfad durcheilt. Das Kleine, aber auch die Hingabe, das Einverstandensein. Es gibt ja einen berühmten Brief von Franz Schubert über den Tod, als ob der Tod das Schlimmste wäre. Sind nicht auch ein Wiedereintauchen, hast dann sinngemäß in den großen Atem der Natur und auch ein Wiedererscheinen in neuer und anderer Gestalt. Gut, das wollte ich Ihnen im Großen vorstellen, und ich finde es faszinierend,
zu sehen, wie eine Frau, und das möchte ich jetzt auch nochmal erwähnen, eine Frau im 19. Jahrhundert in einer beengten Adelsgesellschaft diese doch visionären Gedanken entwickelt, denn sie stammt aus dem Landadel, aus dem westfälischen Landadel, hat den Großteil ihres Lebens rein äußerlich betrachtet, in dem engen Umfeld dieses Landadels verbracht, allen Pflichten ist sie nachgekommen, Kinderunterricht, Musikunterricht gegeben, Gesangsunterricht, Klavierunterricht, Sprachen unterrichtet, ist dann später auf die Meersburg gezogen, zu ihrem Schwager, der hatte es gekauft, eine alte Burg, ein mittelalter Freund, Nibelungen, Herausgeber, der hatte die Meersburg gebaut, wo heute auch das Museum der Droste steht, wo sie so einen Anhauch des Südlichen gespürt hat. Das Westfälische war ihr in irgendeiner Form auch leid. Die Moore, die Sümpfe, das Trübe, das Zwielichtige der westfälischen Landschaft war ihr leid. Und sie hat im Bodensee, in Meersburg, in gewisser Weise den Süden erlebt. Als einen befreienden Impuls. Hat sich da ein Haus gekauft noch für das Geld, was sie für ihren Gedichtband bekommen hat. Ist dann schnell, erschütternd schnell kann man sagen, gestorben, nur 51 Jahre alt geworden. Sie hat dieses Haus eigentlich kaum noch bewohnen können, das aber gewollt. Und ich weiß nicht, ob Adelbert Stifter sich jemals zu Annette von Droste-Hülshoff geäußert hat. Meines Wissens taucht der Name in seinem Werk überhaupt nicht auf, umgekehrt auch nicht. Wahrscheinlich war Stifter zu der Zeit, als Annette gedichtete, wenig bekannt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie zueinander überhaupt haben miteinander nichts zu tun im vordergründigen Sinne. Und doch gibt es da eine Verbindung, die eben zu tun hat auch mit der Wertschätzung des Kleinen, des missachteten Kleinen. Das finde ich erstaunlich. Diesen Zusammenhang. Und was sie auch miteinander zu tun haben, das will ich als letztes noch sagen, ist eine Haltung, die auch das Dämonische in den menschlichen, zwischenmenschlichen Begegnungen und Beziehungen enthüllt. Die Judenbuche etwa, das berühmteste Werk von Annette von Droste-Hülshoff, ungeheuer populär, ja auch Schullektüre, ist ja ein bewegendes, ein beklemmendes Kriminalstück, das ja erschütternd ist. Das Ganze ist im Zwielicht geschrieben. Das Ganze ist in einem gespenstischen Licht und bleibt eigentlich auch in der Schwebe, wie manche Stiftererzählung auch. Und da fühlte ich mich als bei den Pechbrennern daran erinnert und bei anderen Erzählungen von Stifter auch diese eigenartige Dämonie auch, die dann wieder rätselhaft dem so einen sanften Gesetz entgegensteht. Vielleicht auch das Ende Stifters, was ja hier überhaupt nicht erwähnt wurde. Hat er sich nun umgebracht? Ist er durch Selbstmord geendet? Wissen wir nicht. Aber es ist ein grauenvolles Ende. Das muss man einfach sagen. Der Verkünder des sanften Gesetzes ist grauenvoll gestorben. Entsetzlich verblutet. Warum? Wir wissen es nicht im Letzten. Müssen vielleicht auch gar nicht biografisch, psychologisch, medizinisch dem so nachspüren. Das ist vielleicht auch gar nicht nötig. Man kann das stehen lassen, aber man darf es nicht ganz außer Acht lassen. Es mag vielleicht auch ein Akzent sein, der schon vorher angelegt war. Eine Schwermut auch und eine Trauer und auch eine dämonische Komponente, ähnlich wie bei E.T. Hoffmann. Die kann man bei Stifter auch rausspüren. Ja, das wollte ich Ihnen vorstellen. Heute Abend der Pulsschlag der Welt, Annette von Droste-Hülshoffs Naturauffassung im Gegensatz und in Verbindung mit der Adelbert Stifters. Das war das, was ich sagen wollte.